Ja, hallo und somit herzlich willkommen zurück bei The Bus Driver. Heute geht's weiter bei der Stufe 4 mit den letzten drei Linien. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal an mit Airport Conference Center. Holen Sie die Teilnehmer der Wissenschaftskonferenz am Airport ab und bringen Sie sie zum Conference Center. Das Zentrum befindet sich im Central Business District. Sie müssen durch die Old Town fahren. Kommen Sie ohne Zwischenfälle ans Ziel? Ja, sicherlich. Okay, werden wir sehen. Ich hoffe es. Gut. Neu starten bitte. Oh Mann. Gut. Ja, sicherlich werden wir sehen, ob wir sicher ans Ziel kommen. So. Erste Hürde geschafft. Oh Mann. Alles einsteigen bitte. Grimsley International Airport. 7 Minuten. Haben wir Zeit. Und los geht's. Wieder. Aufpassen. Wegen der glättehaften Straßen. Und da wäre es auch schon fast wieder vorbei gewesen. Ich habe den Bus schon schleudern gesehen. Aber zum Glück konnte ich es abfangen. Es war so klar, dass die Ampel wieder rot werden muss. Ich hoffe, wir schaffen das auch noch über die andere Ampel. Gut. Ja, das hat jetzt niemand gesehen. Das hat jetzt auch niemand gesehen. Nichts passiert. Alles gut. Central Business District. Minuten 20, 2,5 Meilen bis zum Ziel. Schätze mal wieder etwa eine Minute Verspätung, wie fast immer. Aber dafür können wir Punkte holen mit den perfekten Meilen. Jetzt müssen wir hier irgendwie wieder ein kriminelles Überholmanöver tätigen. Holy shit, holy shit, holy shit. Scheiße, scheiße. Das war fies. Boah. Und die Dinger stehen dort einfach für nichts. Das wäre so gut gewesen. Und jetzt einfach 200 Punkte Strafe für nichts und wieder nichts. Dann wäre ich eigentlich besser einfach in die Dinge reingefahren, statt eine Vollbremsung zu machen und einen Unfall zu bauen. Wäre schlauer gewesen. Aber im Nachhinein ist man ja meistens schlau. Leute.
solche Kurven mit Tastatur. No. Fuck you. Shit. Sorry, was? Nichts. Alles gut. Nichts passiert. Die Wand wollte mich bloß nicht loslassen. 3 Minuten, 1,4 Meilen. Ach nein, jetzt fahren wir über die Brücke. Wie können wir vielleicht Zeit aufholen? Wenn wir einfach Vollgas geben. Komm schon, nicht langsamer werden. So viele Punkte werden es nicht sein. Jetzt kommt hier wieder eine böse Kurve. Die wieder recht eng ist. Sorry, ich muss mich hier durchquetschen. Danke. Noch eine Minute. 0,6 Meilen. Das wird doch wieder nichts. Das war auch knapp. Kann ich auch, Mann. Okay, 20 Sekunden. Wir haben es gleich geschafft. 0,5 Meilen. Bis zum Ziel. Im Conference Center. Waren wir ja bis jetzt auch schon einmal. Allerdings glaube ich bei Schnee, wenn ich mich richtig erinnere. Okay, wie 20 Sekunden Verspätung. Mit dem müssen sie jetzt leben. Hauptsache sicher am Ziel, abgesehen von diesem kleinen Unfall. Beförderte Fahrgäste 26, Bonuspünktlichkeit 72%, Bonusfahren 22 und Strafefahren 3. Okay, nicht allzu schlimm. Dann geht's weiter mit dem Krankenhausexpress. Ein Notfall. Sie sollen Strafgefangene in einem Gefängnisbus vom City Jail ins Mayday Hospital bringen. Ein Helikopter sowie Polizei stehen bereit. Die Verkehrsregeln gelten heute für Sie nicht. Richten Sie aber keinen Schaden an.
passieren Sie die Kontrollpunkte so schnell wie möglich und unfallfrei. Gut. Wieder ein Spezialauftrag. Etwas interessanter als sonst. Mit Polizeieskorte und Helikopter. Rote Armband dürfen wir überfahren. Von daher Vollgas. Was für ein Scheißwetter. In einem Film würde jetzt der Gefängnisbus überfahren werden, um alle Verbrecher freizulassen. Allerdings kann uns das hier nicht passieren. Leute, ich muss hier irgendwie durch. Es geht hier um Zeit. Um Zeit, lass mich durch. Komm schon. Böse, ich weiß, aber wir müssen Zeit gut machen. Bringt zwar wahrscheinlich gar nichts. Fast einen Unfall gebaut. Danke, danke. Geradeaus. Einfach Vollgas, Augen zu und durch. Wird schon schief gehen. Perfekt. 2 Minuten 30 für 0,3. No. Das ist 0,3 Meilen bis zum nächsten Checkpoint. Und wir haben noch 7 vor uns. Da steht nichts auf der Spur, das ist gut. Eine runde Ampel. Für uns. Hoffen, dass nichts kommt. Jetzt ist es plötzlich grün. Durchquetschen. Gut. Hat funktioniert. Auch hier wieder Augen zu und durch. Okay, die Ampel ist dann gerade grün geworden. Nach links. Nee, nach rechts. So, denn die Scheiße mit der Verbindung mit dem Helikopter. Zuerst fliegt er nach links und dann rechts. Kann sich wohl nicht entscheiden. So macht man das im Gefängnisbus-Business. Einfach quer über die Ampel. Müssen wir schaffen! Okay, okay, scheiße, 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 scheiße. Nichts, nichts, nichts. Alles gut. Ich hab's unter Kontrolle. Eine kurze Ehrenrunde für die netten Fahrgäste. So. Sind wir jetzt am Mayday Hospital oder irgend so etwas?
Sind das 5 Minuten Verspätung? Nee. Pünktlichkeit 80%, Fahren 9 und Strafe 0. Hört sich gut an. Und das mit dieser Fahrweise? Respekt. So, Linie 49. Vorortschleife. Nur alte Hasen wagen sich an die Linie 49. Die scheinbar harmlose Route im Sunshine Suburb hat es in sich. Kurvenreiche Tunnel, steile Gefälle. Diese Route stellt hohe Anforderungen an den Fahrer. Widerstehen Sie der Versuchung, das Gaspedal durchzudrücken? Sie haben Leute im Bus. Mal schauen. Wahrscheinlich hält mich eher der Verkehr auf als alles andere. Stellen insgesamt sollte eigentlich machbar sein. Nur wieder nicht pünktlich, wie immer. Komm schon. Really? Oh Mann. Die Taste war auf 100% Anschlag. Wenn der Bus nicht lenken möchte, dann möchte er nicht lenken. Ich sag's immer wieder, die Steuerung ist schön. Ist für den Arsch. Vor allem die Kurven. Ja, nice. Oh Mann. Egal, ich zieh's jetzt so durch. Mal schauen, ob wir die 400 Punkte wieder gut schreiben können. Irgendwie mit guten Blinker einsetzen oder eine Meile ohne irgendwelche Vorkommnisse. Hat auf jeden Fall schon mal recht gut angefangen. Mit minus 440 Punkten. Super Anfang. Sanders Dead Station. Alles einsteigen bitte. 4 Minuten 50 nach Nordwood Hill. Entschuldigung. Ich glaube, das ist die letzte Haltestelle. Und der nächste Halt ist Purley. Schon wieder 20 Sekunden Verspätung.
Gut. Jetzt sind wir wieder im Plus mit den Punkten. Sollte jetzt auch so bleiben. Hoffentlich. Wenn nichts mehr dazwischen kommt. Ich habe nichts gesagt. Das hier wäre jetzt aber auch mit mies mit der Kameraeinstellung. Ich habe nichts mehr gesehen. Nächster Halt Chevrolet. Komm schon, du packst doch die Steigung los. Und Vollgas voraus. Und ich hoffe, die Ampel wird gleich grün, wenn wir da sind. Ob wir das schaffen? Nope. So, diese Linie hat's in sich. Oder zumindest dieser Versuch. Passt mich offensichtlich. Nächster Halt, Moni. Egal, über den Curb. Egal, übers Trottoir. Hat niemand gesehen. Weiter geht's. No, come on. Ich wollte schon sagen. Hemring Park. Als nächstes kommt Northwood Hill und dann Sunshine Suburb Garage. Perfektes Timing. Wenigstens eine Ampel, die auf meiner Seite ist. Ach so, das war jetzt die Endhaltestelle und jetzt fahren wir noch zur Garage zurück. So läuft das hier. Ich wollte schon sagen, wieso steigt niemand ein? Alter. Man muss... Die Lampe steht noch, bloß etwas schief. Aber okay, sie steht noch. Beförderte Fahrgäste, 41, Bonuspünktlichkeit, 71%, Bonusfahren, 30, Strafe für Fahren 10.
Kein Kommentar. Gut. Das war's dann wohl mit der Stufe 4. Noch Stufe 5 und 6 fehlen uns. Kurzer Blick über die Streckenlängen. Ja. Sieht ganz okay. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder von The Bus Driver. Tschüss.